Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Warcraft. Und wir haben aber mal stehen geblieben. Ich war gestern so ein bisschen durch den Wind. Das Geile ist, man hat am Ende des letzten Videos sogar noch gehört, wie der Pizzamann bei mir geklingelt hat. Oh, mysteriös. Um es mal gleich vorweg zu sagen, es wird jetzt wieder ein paar kleinere Sachen geben. Und zwar werde ich Samstag kein Video bringen, außer The Cave. Und zwar dann beide, die letzten beiden Folgen. Hat den Hintergrund, dass ich morgen nicht schaffen werde, irgendwas aufzunehmen, weil ich ein paar kleine PC-Probleme gerade am Ausmerzen bin. Das PC-Problem, um es mal zu erläutern, um es euch mal ein bisschen darzustellen, liegt nicht daran, dass das System irgendwie kaputt ist, nein. Windows hat nur Probleme mit der Hardware. Es schafft es einfach nicht, alles aktuell irgendwie zu halten bei mir, weil ich muss mir alle meine Treiber quasi über ein zweites Programm noch runterladen. Und das Problem ist mit veralteten Treibern, dass das zu Abstürzen führen kann. Und Bluescreens, so nette mit den Infos natürlich, was geht da ab und was hat jetzt den Fehler verursacht und bla. Es hat eine Weile gedauert, bis wir dahinter gekommen sind, was es ist. Wir haben ja erst gedacht, die SSD-Festplatte wird da im Rechner, hat irgendwie ein Ding weg. Hat sie aber gar nicht. Scheinbar. Sondern es liegt einfach nur daran, dass Windows nicht gerne mit mir arbeitet. Zusätzlich haben wir so ein paar Registry-Probleme gehabt. Oder habe ich immer noch. Dass Windows falsche Pfade gesetzt hat, die gar nicht existieren. Also Windows versucht auf irgendwas zuzugreifen, was einfach mal nicht da ist. Was ich irgendwie ganz nett finde. Das Problem ist, was ich mir leider durchlesen musste, dass die Hardware, wie gesagt, schneller wächst, als was Windows aktuell sein kann. Und das kotzt so ein bisschen an. Scheiße, wo muss ich da hin? Trefft Max Schredderschreck in Rust und Schotterbucht. Muss ich da durch die Höhle? Der ist ja Höhlen der Zeit. Da bringt es mir nichts. Muss ich außen rum, oder? I hope so. Ja, es ist alles ein bisschen sehr kompliziert zu erklären und zu machen. Wir müssen da so ein bisschen was verändern, ein paar Einstellungen neu ausführen und so. Und deswegen werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, morgen überhaupt irgendwas aufzunehmen. Also seid mir nicht böse, dass dann Samstag nichts kommen wird außer The Cave. Ja. Aber dafür geht es dann Sonntag natürlich wie gewohnt weiter und ich hoffe, dass ich dann alles endlich ausgemerzt habe oder vielleicht auch kommt noch gar nichts mehr, weil Windows einfach mal sagt, ach, fuck you und macht mein komplettes System im Arsch. Ja, wie gesagt, wir haben ja schon Festplatten getauscht und alles mögliche und dachte eigentlich, wir haben den Fehler gefunden, aber es war er nicht. Das kotzt mich an. Wir haben zwar einige Fehler jetzt schon gefunden und ausgemerzt damit, mit intensiven Suchen und Beschäftigen damit, aber wie gesagt, es läuft noch nicht so, wie es laufen soll. Wie gesagt, am besten kauft euch bloß, falls ihr einen neuen Rechner mal macht, nicht die neueste Hardware oder irgendwas. Das bringt irgendwie nichts. Also es bringt nur Probleme mit Windows mit sich. Ich bin schon kurz davor, Windows zu deinstallieren, die Packung zu nehmen, in einen dunklen Keller zu sperren und zu vergessen. Scheiße, die. Hab ich euch nicht schon mal irgendwo gesehen? Wenigstens mal hau ich mir Linux oder irgendwas anderes drauf, ist mir scheißegal. Dann lieber irgendein Schrottsystem, was funktioniert, als ein System, was denkt, es wäre das Optimalste und ist nicht das Optimalste. Ich könnte kotzen. So, aber jetzt zurück zur WoW. Wir sind jetzt hier in dieser Piratenbucht angekommen und jetzt geht's daran, Piraten auszuschalten. Wer hätte es gedacht? Altbekannte Leute aus 1000 Nadeln. Die sollten uns ja noch teilweise im Begriff sein. Was bist du denn eigentlich für einer? Oh. Muss ich dich auch killen? So, was brauchen wir? Seeräuberkillen, Piratenbeute sammeln. Jo, mach mal. Auf jeden Fall ballert da einer gerade richtig fett rum. Finde ich nicht gut. Und zu einem Überfluss ist heute noch ein richtig stranger Fehler aufgetreten. Und zwar hat Google Chrome Fehler bei mir ausgelöst. Ich habe keine Ahnung wieso, weshalb, warum. Und ich hoffe, dass ich das Problem jetzt schon mittlerweile im Griff bekommen habe, aber Google Chrome hat meinen PC abstürzen lassen. Auch nicht schlecht. Oh, nee, das bringt mich immer so ein bisschen, sage ich mal, aus der Bahn. Ich möchte ja in Ruhe aufnehmen. Ich möchte
alles fertig machen für euch und etc. Und dann wird man durch so eine Scheiße eigentlich nur abgelenkt von dem, was man eigentlich machen will. Das ist schon irgendwie echt übel. Was sind das hier eigentlich für komische Typen? Die stehen einfach nur rum und machen gar nichts. Ja, läuft. Bam, 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 bam. Geheimdienstkampfanzugträger. Die sind nicht auf meiner Seite, aber ich auch nicht auf ihrer, oder was? So, wir müssen ja noch irgendwelche Hütten hier löschen. Ich versuche gerade. Ach Mann, fuck. Die zwei, ja genau. Hier muss ich irgendwas machen. Achso, ich muss da mitzünden. Okay. Ey, bei dir brennt's, Digga. Hütten anzünden, ja, das kann ich. Vielleicht muss ich auch einfach nur für Stunk sorgen. Wow. Oh, da ist Piratenbeute. Die sammeln wir natürlich gleich ein. Diesmal, ich habe beim letzten Part auch irgendwie echt zu früh aufgehört aufzunehmen. Aber mir war so, als ob ich schon die 20 Minuten durch hatte. Weil ich meinen Timer vergessen habe zu starten, aber ich habe mit der Uhr gearbeitet. Und gleichzeitig war mir auch so, als... gleichzeitig hat er dann nach 15 Minuten auch irgendwie der Pizzabote da mich genervt. Ich dachte, er braucht länger, aber normalerweise braucht die Sau ewig. Und gestern war er mal überpünktlich, also... Es sind so viele Faktoren, die mich hier einfach nur aus der Ruhe bringen. Ja, nervt. Ich hoffe, dass ich bald wieder meine Ruhe habe, wieder in Ruhe produzieren kann und machen kann und hier etc. Und dass auch die ganzen PC-Probleme weg sind. Also... Der meiste Scheiß kommt nur außerhalb des Spiels. Also während ich zocke oder so, da gibt es kein einziges Problem. Kann sein, dass ich mal aus Versehen aus WoW rausfliege, aber das ist dann irgendein Error, der von World of Warcraft verursacht wurde. Oder weil eben halt WoW mit der Geschwindigkeit der SSD nicht hinterherkam, hatte ich auch schon mal. Aber das sind so Lappalienfehler. Da stürzt mir nicht der Rechner ab oder irgendwas, sondern... Der Rest passiert wie, nicht mal beim Rendern. Also beim Rendern läuft auch alles, obwohl der PC die meiste Auslastung hat. Das ist alles so mysteriös, das passiert dann einfach so. Beim Internet surfen oder wenn man mal nichts macht. Das ist echt komisch. Virus konnte ich auch ausschließen. War ja alles soweit tutti gewesen. Und ich bin, wie gesagt... Aber wir sind da gut hinterher. Ich denke mal, wir kriegen das Problem jetzt endlich in Gange. Wie gesagt... Falls jemand, ich glaube darüber kann ich echt noch ein ganzes halbes Buch schreiben, falls jemand sich extrem neue Hardware besorgt und der Meinung ist, die sich einbauen lassen zu will, oder beziehungsweise mein System hier nachbauen möchte, ist ja nicht schlecht. Ist ja eigentlich richtig gutes Zeug, was da drin ist. Das Problem ist, wie gesagt, dass da Windows öfters mal Stress macht. Oder nicht klarkommt damit. Ich habe keine Ahnung, ey. Naja, egal. Stirb! Ich kann mich auch irgendwie gar nicht beruhigen, das kotzt mich noch mehr an. So, hier noch ein paar. Na toll, jetzt habe ich alle drei oder was? Na ne, der Goblin ist so ein bisschen näher an mich herangetreten. So, was haben wir jetzt komplett? Gut, wir müssen eine Hütte anzünden und brauchen noch einen so einen komischen Piratenschatz. Da liegt da, dann haben wir den. Und, ja, die Hütte anzünden, wo haben wir die denn? Das ist natürlich die da ganz hinten. Na gut, war eigentlich auch fast klar gewesen. Mann, hier geht echt der Punk ab. Warte. Großer böse Elite, der eigentlich gegen mich ist. Ich helfe dir. Ui.
fertig. Das war schnell erledigt. Bin ich schon ganz glücklich drüber. Weil wir sind kurz vom Level ab. Wir auch vorankommen. Ja, was wollt ihr? Du willst was von mir, Alter. Mach mir näher an. So. Nehmen wir das hier. Und Level up. Und wir können den Arschschwarm in Metamorphose jetzt benutzen. Das werden wir uns nachher gleich mal angucken, würde ich sagen. Ach doch, der ist da. Wunderbar. Annehmen. Okay. Beutepflicht, Beute abgeben. Abgeben. 20 Goldfüllungen. Ja, das hört sich doch schon wieder traumhaft an. Wir brauchen 20 Goldfüllungen und den Zuchtmeister der Südmeerfreibeuter getötet. Und den können wir gleich mal mit unserem Arschschwarm kämpfen. Ach, sag bloß, der Spaß ist auf dem Schiff da. Ey. Oh, nee. Oh, no. Das heißt, jetzt darf ich wieder aufs Schiff klettern, die ganzen Leute da oben ausrotten und... Alter, ballerst du auf mich? Denkst du, deine Kugeln halten mich auf? Oh. Und der fette Zwerg hier hält mich auch nicht auf. Alter, du bist grün, Digga. Lächerlich. Ich glaube, danach geht es auch schon in den Anguro-Krater. Noch 3 Level. Hey! Ich bin gespannt, wo der Chef sitzt. Ich glaube Unterbord, oder? Gut. Halten wir uns doch nicht mit den Schmarrn hier auf, sondern gehen wir. Ach, dein Ernst. Guck mal, der Komet kann auch im Haus runterkommen. Ja, der Debuff ist so geil. Aber auch so schnell wieder vorbei. So. Schäfchen? Meine Fresse, habt ihr alle nichts anderes zu tun? Habt ihr nicht zu schießen? Das gibt's ja wohl nicht. Und er starb. Ah, da ist er schon. Arschschwarm. So, jetzt brauchen die Goldfüllungen, wa? So, der Zuchtmeister ist Fritte. Gehen wir wieder von Bord. So, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen jetzt die Goldfüllungen, die sind da unten. Alter. Bist du mir böse gesinnt? Nein. Warum kannst du fliegen? Kannst du auch fliegen? So, wir machen unten auf natürlich. Düpti-düpti-dü. Wir kämpfen Horde und Allianz im Einklang gegen die Piraten. Ist das nicht traumhaft schön? Und du siehst aus, als ob du Goldfüllungen hast, Digga. Ran hier! Kann nicht da hinten stehen bleiben, faule Sau. Denkst du nur, weil du nach oben klapperst, bist du jetzt krass oder was? Ist euch mal aufgefallen, dass alle, die nur noch ein Auge haben, also in allen möglichen Filmen und überall, meistens die Scharfschützen sind? Ah, schon wieder so ein Fall. Alle Augen klappen. Okay, der ist jetzt kein Scharfschütze, aber das sind meistens die, die mit den Gewehren umgehen. Hm. Strange. Okay, es ist am besten so, wenn ein Körperteil irgendwie im Arsch ist, wovon es noch ein zweites gibt, dann wird das zweite ja meistens dadurch besser. Also fähigkeitenmäßig, um das versucht, das andere mit auszugleichen. Vielleicht liegt es daran, dass sie dann halt Scharfschützen werden. Also, wenn euch ein Auge fehlt, ab zur Bundeswehr. Werdet da Scharfschütze. Ist geil. Zumindest vermittelt mir das immer diesen Eindruck, was ich habe. Aber scheinbar zieht's ja. Aber wir kommen immer noch ganz gut voran. Aber wie gesagt, mich ärgert es, dass ich die letzte Folge ein bisschen früh beendet habe. Ich hätte gerne noch länger gemacht. Ey, das sind 3 Minuten. Ne, 4 Minuten gewesen. Ich hätte länger was machen können. Mann, musst du mich ranziehen. Ja, wenn das hier nur die paar Männekickens sind. Laut Karte ist das ein bisschen arm, wa? Ah, ne, geht ja noch weiter hoch. Ja, dann reiten wir mal weiter. Düp, 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 düp. Flo!
Hier kommt Fury. Das schwarze Pferd, dessen Pfoten brennen und deswegen rennt er so schnell. Weil ihm die Füße wehtun. Okay, der war nicht. So. Da. Augenklappe, Gewehr in der Hand. Scharfschütze. Mysteriös. Was macht der Arschschwamm eigentlich? Das wollte ich mir mal noch durchlesen. Der Arschschwamm schlägt mit euren Schwingen, wodurch eine Schattenwelle ausgelöst wird, die 223 Schattenschaden verursacht. Gegner zurückstößt und das Zauberwirken unterbricht. Ah! Geil! Ist ja gar nicht mal so schlecht. Gefällt mir. Like. Nee, den will ich nicht. Der zieht mich nur wieder ran. Ah! Der einäugige Scharfschütze. Klont ihr euch? Da ist noch einer. Ihr klont euch doch, komm. Na, auch im selben Labor entstanden. Und sie starben. Ehrenvoll. Und er steht in der Ecke und macht irgendwas Perverses. Das habe ich schon von der Entfernung gesehen. Ich bin darauf trainiert, sowas zu sehen. Stirb! Vielen Dank für deine Goldfüllung. Menschen gefüllt mit Gold. Ah ja, ne? Wenn es denn sein muss. Oh, ich habe den anderen einäugigen Vollpfosten übersehen. Ne, die sterben alle so krass schnell. Ja gut, die kriegen auch ordentlich immer eins reingeballert, davon mal abgesehen, ne? Dab, dab, dab. Was haben wir denn hier? Wüstenspinne, davon habe ich zwei? Alter. Ich muss echt Tiere sortieren, das ist echt schlimm. Ich habe so viele doppelte Tiere. Und ja. Aber das wird schon alt, Dude. Wir kriegen das irgendwie hin. So. Nee, jetzt muss ich echt noch einen killen wegen einer Goldfüllung. Boah, ich hack's doch, oder? Und dann kommt der nächste einäugige. Krasser Killer-Scharfschütze. Aber damit können wir ganz sicher gehen, dass wir auch die letzte Goldfüllung kriegen, ne? Oh nein, nee, die mache ich nicht. Die mache ich auch aus Prinzip nicht. Ich hasse diese Notsignal-Quest rein. Also, diese Notsignal-Quest rein, also dieses komische 00x17-TN Notsignalgeber, löst eine Quest aus. Also, damit könnt ihr eine Quest starten, wo ihr so ein verkacktes Huhn. Oh! Warte mal, ich muss den erstmal loswerden da. Den holen wir uns natürlich. Ja, komm, renn zurück. Danke. Löst eine verkackte Quest aus, wo ihr so ein scheiß Robo-Huhn quer durch immer finden müsst und dann könnt ihr das Ding, müsst ihr das Ding begleiten. Das wird natürlich 10.000 Mal angegriffen. Und ey, das kommt jetzt in fast jedem Gebiet hier auf Kalimdor vor, dieses scheiß Robohuhn. Also das ist nicht das erste Mal, dass wir diesen Notsignal-Dings finden werden. Das schwöre ich euch, das kommt so oft vor. Kette, super, was war das? Kugel des Wassers, super. Nur Schrott, aber hey, Erfahrungsboost. Aua. Oh, wir haben wieder meinen schönen PvP-Wolf rausgeholt. Wahaha. Mag den. Von den Frostwürfen. Ich muss echt diesen ganzen scheiß verkackten Weg hier wieder zurücklaufen. Mann, da kriege ich ein Kind. Düm, 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 düm. Also, wir haben jetzt in dieser Folge noch einen Ram-Up-Boot gemacht. Das ist natürlich auch gut. Das ist noch ein kleiner Erfahrungsboost. Den nimmt man gerne mit. Und hey, der war Level 50. So. Und damit ist ja leider die Folge auch schon wieder rum. Das lohnt sich jetzt nicht nochmal was anzufangen. Tötet Kapitän Schreckensbart. Ja, und den guten Kapitän Schreckensbart, den werden wir dann auf jeden Fall gleich in der nächsten Folge umkloppen. Und ja, dann sehen wir uns wieder. Freunde, wie gesagt, seid mir nicht böse, dass Samstag wahrscheinlich nichts kommen wird an Videos. Aber ich muss leider mich erstmal diesem Problem widmen, damit ich in Zukunft eben alles locker flockig machen kann. Okay, Dankeschön fürs Zusehen und bye bye.